Moin und herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Stappenbach im LS17. Und ja, wir machen weiter hier. Ich war gerade Ballen pressen. Hab eben die Ballen fertig gepresst, die Heuballen auf Feld 85. Hab in der Zwischenzeit die noch geschwadert. Und ja, wie ihr seht, ich habe noch eine Fuhre Kompost weggebracht. Und ja, wir werden jetzt erstmal die Ballenpresse zum Händler bringen. Die war ja auch nur gemietet. Und dann werden wir eben ganz kurz zum Ding springen, zum Sägewerk springen und da eben 100.000 einlösen, dass wir sozusagen schon mal 100.000 angezahlt haben. Dann fehlen ja, glaube ich, nur noch 125.000, aber ich denke mal, die werden wir dann mit der nächsten Rutsche reinkriegen. Und ja, ihr seht es, unsere nächste Aufgabe ist dann Ballen zu holen, aber so viele sind es gar nicht. Das sind nur, glaube ich, 3 Ballen geworden oder was. Also hat sich eigentlich nicht gelohnt, aber ich sag mal so, wenn wir ein bisschen Futter brauchen, dann haben wir Futter auch da. So, die gehen wir zurück. Den stellen wir einfach mal hier auf den Parkplatz. Und ja, dann springen wir eben mal, wo ist das Sägewerk? Springen wir mal zu Feld 71 und laufen eben runter. Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Vorproduzieren, also nicht wundern, wenn ich nicht zu sehr auf die Kommentare eingehen kann, was ihr mir jetzt reinschreibt zum Thema Sägewerk oder was wir als nächstes kaufen sollen. Deswegen, ja, wir können das Tor öffnen, das ist schön, möchte ich aber nicht. Wir drücken zum Einzahlen 100, sind 1000, sind 10.000, sind 100.000, einzahlen. Ja, so, jetzt fehlen uns nur noch 125.000, bis uns das, sage ich mal, das ganze Sägewerk gehört. Und ja, dann kann es losgehen. Wie steht eigentlich der Preis zurzeit? Oh, der Preis ist steigend für beim Palettenverkauf. Ich glaube, da können wir uns mal, ja, ein bisschen was zulegen. Natürlich müssen wir dann gucken, was wir hier alles brauchen. Ne? Also, wie ihr seht, Brennstoffe brauchen wir, Holzstämme. Dafür bekommen wir Hackschnitzel. Also brauchen wir auch ein bisschen Hackschnitzel zuerst als Brennstoffe. Oder wir gucken mal, ob Stroh geht. Weil wir haben ja einiges an Stroh. Und wenn hier Hackschnitzel kommen hier raus. Hier kommen die Holzstämme rein. Gleich mal gucken, wo wir hier die Brennstoffe abgeben. Hier kommt auch irgendwie was raus. Aber ich weiß nicht so wirklich, was hier rauskommt. Okay. Weil Hackschnitzel sind da vorne und hier kommt noch irgendwas raus. Aber eigentlich müssen wir irgendwo die Brennstoffe abgeben können. Entweder kommen hier die Hackschnitzel raus, die richtigen Hackschnitzel. Und die Bretterpaletten kommen jetzt oder so hinten raus. Und hier in diesem Fach müssen wir sozusagen nicht Hackschnitzel abgeben. Hier müssen wir die Brennstoffe abgeben dann. Weil das würde für mich als einziges Sinn machen. Aber müssen wir dann gucken, wenn wir soweit sind. Ich würde sagen, wir schwingen uns mal in den MB-Truck. Eigentlich brauchen wir ein Gewicht. Würde ich sagen, oder? Ja, nehmen wir mal ein Gewicht mit. Anhänger können wir ja trotzdem ankuppeln. Nehmen wir nochmal das Gewicht mit, falls wir dann doch nochmal ein bisschen Kompoststab oder Stab in aufladen, was noch da ist. Ja, dann können wir zum nächsten Part spulen, denke ich. Oder ich muss mal gucken, ob ich noch mit der Gemeinde rede, ob wir ein paar Felder pachten können. Ich habe gehört, hier sind ein paar Felder, die wir vielleicht ganz günstig ergattern können. Und da werde ich dann mal gucken, ob wir da nicht ein bisschen so ein oder zwei Felder so zu ergattern sind, wo wir pachten können, wo wir dann aber auch, ja, wie soll ich sagen, dann kaufen können. Vielleicht später dann kaufen können und jetzt erstmal abernten so rum. So, wo steht die neuen Ballengabel? Ja, die neuen Ballengabel habe ich auch mit reingenommen seit dem neuen Update, sage ich mal. So, Ballengabel, einmal an. Ich weiß gar nicht, normalerweise ja. Man kann hier auch Ballen befestigen, also das ist schon mal sehr schön. Die passt auch wunderbar vorne an den MB-Truck hin, farblich vor allen Dingen. So, dann müssen wir hier noch gucken. Zack. Können wir hier dran noch irgendwie was machen? Kuh abkuppeln, das ist klar. Bestimmt gleich noch die Spanngurte, aber sonst alles von innen. Ja, Ballenwagen aufklappen, okay. Sehr schön.
Pollenwagen zuklappen. Spanngurte. Jo, okay, funktionieren. Sehr schön. Gut, wir können. Dankeschön, Händler, für das Zurechtstellen von dem Anhänger. Ja, flotter Anhänger, muss ich sagen. Blinker. Funktionieren. Sehr schön. Von Forbidden Mods. Auf Forbidden Mods findet ihr den coolen Anhänger. Ich glaube sogar unter Mods aus der FBM-Schmiede. Da könnt ihr euch den runterladen. Echt geiler Anhänger, muss ich sagen. Die Beingabel findet ihr beim Mod-Tab, glaube ich. Ja. Da war die drunter unter Beta. Da hatte ich die runtergeladen. Und wollt ihr die einfach mal testen? Zusammen mit dem Emmel-Truck nochmal. Der ist dann zum nächsten Part auch weg wieder. Den werden wir heute noch das letzte Mal benutzen. Danach haben wir nur noch unseren Fendt, unseren Case und ja, unseren Deutz. Müssen wir mal gucken, was wir dann als nächstes uns holen. So. Dann gucken wir mal. Ja, unsere schönen drei... Holla, Waldfee. Unsere schönen drei Ballen. Aufklappen gleich mal. So. Normalerweise müsste das eigentlich ohne Probleme jetzt funktionieren. Zack. Mhm. Oh, funktioniert doch so. Guck mal an. Warum nicht gleich so? So, dann holen wir den anderen Wallen. Vielleicht kriegen wir den auch gleich noch irgendwie da dran. So, gucken wir mal. Lalalalala. Oh, guck mal an. Ha! Das funktioniert ja wie geschmiert. Können wir da nochmal ein bisschen rausfahren, dass wir da sauber ein bisschen reinfahren. So. Zack. Jo, das schaut doch schon mal gut aus. Sehr schön. Wenn wir die jetzt noch ordentlich auf den Anhänger bringen, dann bin ich da eigentlich ganz glücklich. Nur mit dem anderen Anhänger war ich jetzt nicht ganz so glücklich mit dem Ballenstapel. Es hat auch funktioniert, ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Das ist, es war so ein Ding, keine Ahnung. So. Normalerweise müsste es passen. Jo, sehr schön. So. Den Einzelnen da noch irgendwie ran. Die können wir ja dann oben eigentlich auch einlagern, da wo wir waren. Da oben, wo unsere Kartoffeln liegen. Da hatten wir ja die Strohballen auch hingetan, soweit ich weiß. Zack. Können wir die ja auch dazu tun. Ja, leider hat es zu wenige gegeben. Wäre auch geil gewesen, wenn es ein paar mehr gegeben hätte. Aber, ja. Erstmal für das erste reicht das ja. Weil vorher haben wir ja keine anderen Sachen, wo wir jetzt irgendwie groß Futter brauchen. Vielleicht später mal noch irgendwie, wenn wir... Ja, wie soll ich sagen, wenn wir mal Rindermast haben oder mal einen erweiterten Hof, dass wir mal Mutter, sagen wir mal, Kühe haben, die wir melken können oder so. Mal gucken. Ja, das passt überhaupt nicht. Ich glaube, da stehen wir ein bisschen weit von ab. Zack. Spanngurte drüber. Zack. Klappe zu und los geht's. So, geiles Gespann auf jeden Fall. Muss ich ja schon echt sagen. Da kann man sagen, was man möchte, aber mir gefällt das Gespann. So. Los geht's. Ja, gut. Nach der Runde können wir dann auf jeden Fall spulen. Das passt dann. Ja, die Ballengabel habe ich uns gekauft. Also die brauchen wir dann nicht zurückgeben. Die würde ich gerne doch ein bisschen länger behalten. Ja, danach können wir, ja, danach gucken wir einfach nochmal nach dem Kompost, würde ich sagen. Was da so Sache ist. Und dann können wir den nochmal verkaufen. Graves, was können wir hier oben eigentlich verkaufen, alles? Hab da auch noch nie wirklich geguckt, wenn wir, glaube Getreide, wenn wir mal bald Weizen haben, die große Weizenernte, da müssen wir mal gucken, ob wir den Weizen nicht lukrativ hier irgendwo verkaufen können. So. Ja, dann können wir die da dazu stapeln, da ist ja noch genügend Platz. Bisschen näher hin. So. Zack.
Hallo. Ich will nur einen Anhänger aushängen. Ja, die Beingabel könnt ihr mit Kollision oder ohne Kollision auswählen. Also das heißt, denke ich mal, dass einmal so, wie es bei der CSZ-Gabel ist, dass man einmal, ja, ich denke, dass man einmal die Ballen gar nicht nehmen kann, sozusagen, dass man die dann befestigen muss, darum auch die Taste, und dass man einmal, so wie jetzt, dass man mit Kollision, dass die Ballen haften bleiben, so wie eine normale Ballengabel. Aber ich muss sagen, die erfüllt seinen Zweck, mir gefällt die. Ja, wir zernageln gerade die Bordwand, die gute. Ich weiß nicht, was wir hier vorhaben, aber gut. Zack, so, aber jetzt. Ja, geile Ballengabel, muss ich sagen. Fast schon besser als die Kevrab-Ballengabel, die wir hatten schon mal zeitweise. Auf der Hof-Bergmann hatten wir die, glaube ich, mal zeitweise. Nicht Reloaded-Version, sondern die andere Version. Die normale. So. Frontlader brauchen wir auch nicht zurückgeben. Der ist ja auch unserer. Eigentlich nur den MW-Truck und ja. Obwohl den MW-Truck könnte man, ja, je nachdem wie viel Kompost wir gleich noch haben. Danach könnte man gucken, ob man den zurückgibt. Kann man jetzt auf den Anhänger hier, mal gucken nochmal. Ja, den muss man unter gemietet gucken. Guck mal hier nochmal. Können wir auf den irgendwie was einfüllen? Ne, gar nichts, ne. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, man kann da noch ein bisschen Kompost aufladen, aber gut. Dann gehen wir den wieder zurück. Seinen Zweck hat er ja erfüllt. Wenn jetzt nur 2000 Liter Kompost da sind, die können ja auch dann bleiben. So, aufgehört hat er mal. Dann gucken wir mal. Irgendwie 7000. Ja, ich glaube die 7000 liegen lassen. Was sagt der Preis überhaupt? Oh, der ist runtergegangen. Ich weiß es nicht. Wir könnten ja den fast schon drin lassen, die 7000. Muss ich ja jetzt ehrlich sagen, ob das jetzt uns viel aufmacht. Ne? Wegen den 7000. Ja, man könnte es verkaufen, aber ich denke mal, die können wir mal... Die behalten wir jetzt, sag ich mal, als Notreserve, wenn wir denn mal... wirklich Geldsorgen haben, dann können wir mal uns überlegen, dass ob wir die 7000 da nicht auch noch verkaufen. So. Dann probieren wir mal den Anhänger da wieder hinzudrücken. So, Platz haben wir, so halb. Holla, nicht anstoßen. So, zurück hier. So. Ah, scheiße. Da hat er sich verfehlt. Da ist er in die andere Richtung gegangen. Aber ich muss sagen, der Reichsanhänger gefällt mir. Ich glaube, den muss ich mal öfters in dem Let's Play wieder benutzen. Für hier wird er fast zu klein, ehrlich gesagt. Aber so jetzt für andere Geschichten. So, zurückgeben. Der hatte jetzt keine Fronthydraulik, ne? Frontladerkonsole. Ne, scheiße. Zack. Irgendwie will der noch nicht, wirklich. So, geht er jetzt raus? Irgendwie hängt er immer noch. Hä, warum hängst du den jetzt? Oller Frontlader. Zu viel will ich auch nicht einkippen, dann geht er gar nicht weg. Ah, jetzt aber. Wunderbar. So, das Gewicht können wir noch geben. Zack. Kann der auch zurück. Nun können wir das Gewicht zumindest mit dem Case wieder mitnehmen. Dann ist das schon mal unten beim Hof. So, tschüss, MW-Truck. Du hast uns wirklich gute Dienste geleistet. Ich muss wirklich sagen, großes Lob an dich. Du hast echt Top-Fahrzeug. Ja, wir müssten dich leider zurückgeben. Ja, Frontlader, der stört ja eigentlich hier oben niemanden. Nee, erstmal hier bleiben. Ja, waschen wäre auch mal wieder eine Idee. Aber die werden so schnell dreckig hier auf der Map.
So, jetzt haben wir eigentlich nur noch als gemietete Fahrzeuge, wenn wir nochmal nachgucken. Ja, das Dieselfass. Ist in dem Dieselfass überhaupt noch was drin? Wenn nicht, dann können wir das olle Dieselfass auch zurückgeben. Lalalalala. Oh, Diesel ist fast leer. Ne, da ist nichts dran. Ah, lass mal stehen. Komm, lass mal stehen, das olle Fass. Das können wir dann im nächsten Mal benutzen. Wir brauchen eh wieder Diesel. Da geht's oder so wieder die teuerste Rechnung runter hier. Ja, naja, nicht drüber reden. Es schaut so toll aus, wenn man ein bisschen Geld auf der Seite hat und dann auf einmal geht alles wieder im Bruch, wenn man nur ein paar tausend Liter Diesel holt. Aber die brauchen wir natürlich auch. Ich denke mal 10.000 Liter brauchen wir, denn jetzt geht es dann richtig los mit Kompost produzieren. So, den. Der Anhänger steht da oben gut. Den können wir da oben noch reinpferchen irgendwie. Ja, gut. Dann gucken wir hier noch rein eben. Was brauchen die hier? 9 Stück. Produziert haben sie 4% Schweine. Okay, das ist sehr schick. Ja, da liegt noch ein bisschen Getreide. Das müssen wir auch irgendwie an noch mal rauspferchen. Hallo Grünzis. Na, eng, 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 eng. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's schon wieder zu dieser Folge. LS17. Die Türen gehen auch zu. Wunderbar. Zu dieser Folge LS17 hier auf der Stappenbach. Wo ist unser Gewicht da geblieben? Tada! Hallo, guten Tag, Gewicht. Wie sind Sie denn verschwunden? Naja, auf Wiedersehen, Gewicht. Schlaf gut. So, Türe zu. Tschüss. Tschüss, Gewicht. Ja, auf jeden Fall. Mit diesem kuriosen Ende würde ich sagen, war's das wieder von dieser Folge. Und ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und dann würde ich sagen. Tschüss.